Das Fadenpendel, Geschwindigkeit und Energie dabei. Naja, bevor wir da richtig loslegen, erinnere ich mal an gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Nehmen wir mal an, wir lassen einen Gegenstand von irgendwo herunterfallen, machen wir es mal glatt, nehmen wir mal 100 Meter Höhe an. Und wir möchten wissen, wie schnell, also hier an dieser Stelle, wir möchten da die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit ermitteln. Wie schnell ist das Ding da? Naja, dann ist es relativ einfach. Man guckt in den Formelwerken nach und sagt, naja, dann fangen wir mal an. Ich finde da so verschiedene Formeln. A ist V mal T oder, ja, machen wir es mal. A mal T ist V. A mal T ist gleich V. Ja, schon. A können wir als Erdbeschleunigung nehmen, deswegen schreibe ich jetzt G. Aber mit dem T haben wir ein Problem. Also wir müssen uns vorher erst mit einer anderen Geschichte beschäftigen und gucken dann nach. Wo sind entsprechende Größen versteckt in einer Formel, die man dann entsprechend umstellen kann? Und da gibt es zum Beispiel S ist gleich G halbe oder A halbe T Quadrat. S ist dabei, G haben wir und wenn wir das umstellen, dann ist das nicht mehr so schwer. Also hier in diesem Falle mal 2, ne, durch 2 stört, geteilt durch G. Dann haben wir S mal 2 durch G ist gleich T Quadrat. Ach was. Wir können dann gleich hier darüber das Wurzelzeichen machen. Na, also bevor ich hier anfange, t Quadrat zu schreiben, dann noch eine neue Zeile. Das müsste jetzt eigentlich bekannt sein. So, wenn ich da einsetze, dann sieht das wie folgt aus. Das sind 100 Meter mal 2. Immer schön die Einheiten mitschreiben. Und das Ganze durch 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, ich kann die Quadratsekunde hier oben mit draufschreiben, ne, durch ergibt mal. Und wenn ich das dann in den Taschenrechner eintippe, dann kann ich loslegen. Das hieße dann also mit Wurzel und allem drum und dran 4,515 Sekunden. Das ist die Zeit. Naja, und die können wir ja jetzt nehmen. Diese Zeit, die setzen wir jetzt da oben ein. Dann heißt das wieder 9,81 Meter pro Quadratsekunde, jetzt kann ich den Bruchstrich verlängern, mal diese 4,515 Sekunden ist gleich V. Ich kann die Sekunden und die Quadratsekunde durch Sekunde teilen, also kürzen, dann bleibt hier eine Sekunde übrig, bleibt eine 1 übrig. V in Meter pro Sekunde kommt raus, ne? Das passt. Das haben wir dann richtig gemacht, genauso wie hier Quadratsekunde und alleine steht dann hier, kürzen sich ja die Meter raus und Quadratsekunde gewurzelt ergibt dann Sekunde. Also das funktioniert ganz gut. Eingetippt ergibt die ganze Geschichte. Was hatte ich da raus? Das waren dann 44, ach, das wollte ich in Schwarz machen. 44,294 Meter pro Sekunde. Das ist ziemlich schnell. Das ist die Endgeschwindigkeit V. Das ist er hier. Diese. Da haben wir sie. So, das war der klassische Fall. Wir rechnen es also als senkrechten Wurf aus. Jetzt betrachten wir mal eine andere Geschichte. Andere Geschichte insofern, dass ich sage, das muss ja nicht immer ein geradliniger Fall sein. Wir lassen mal den Gegenstand, diese Kugel meinetwegen, einen Berg hinabrollen. Der hat hier irgendwelche klitzig Kleinigkeiten drin und die Höhendifferenz ist wieder 100 Meter. Also die bleibt. So, also bis hier runter und dann wollen wir mal sehen, wie schnell das Ding ist. Jetzt kommen wir aber so leicht nicht klar, weil hier haben wir noch Unwägbarkeiten. Sprich, hier sieht das ein bisschen dumm aus. Das ist kein gleichmäßiges Herunterfallen, sondern hier zwischendurch kann sich irgendwas ergeben, dass das Ding mal schneller oder mal weniger doll beschleunigt wird. Aber eins bleibt. Bloß jetzt einfach so ranzugehen, wäre unklug. Man macht es einfacher. Man sagt, naja, komm, wir probieren mal was anderes aus. Wir sagen einfach, hier oben an dem oberen Punkt hat der Gegenstand eine gewisse potenzielle Energie. Ich könnte auch E-Pot schreiben, ne? E-Pot, potenziell. Das heißt, solange der sich nicht bewegt, könnte er sich bewegen. Hier unten ist er ganz schnell, wenn er dann hier ist, dann hat er eine kinetische Energie. Kino, ne, die bewegten Bilder, daher kommt das. Und wenn ich sage, dass Energie ja nicht verloren gehen kann, sondern bloß die eine in die andere Energie umgewandelt wird, wird die potenzielle bis hier runter, 100 Meter lang,
in kinetische Energie umgewandelt. Und jetzt können wir rechnerisch weitergehen. Jetzt können wir sagen, naja, wenn wir das mal probieren, warte mal, ich mache mal hier na, sowas. Ich mache mal hier einen Strich drunter, aber das hängt zusammen, also es geht schon so weiter. Und dann sagen wir, okay, wir machen einen Energievergleich und der Energievergleich heißt W Pot oder E Pot ist gleich W Kin. Das heißt also, da die beiden gleich sein müssen, das, was ich an potenzieller Energie hier oben habe, ist hier unten in kinetische Energie aufgebraucht. Also ich schreibe da mal noch, die potenzielle Energie ist gleich der kinetischen Energie. So, wenn ich das als Hilfe nehme, dann kann ich sagen, na, jetzt gucke ich mal wieder in Formelsammlung nach und sage, das ist m mal g mal h. Potenzielle Energie, je mehr Masse und je höher, umso schlimmer. G ist konstant, G ist meine Erdbeschleunigung wie immer. Und das ist gleich, ja, und jetzt muss ich wieder nachgucken und da sehe ich dann, das ist ein halb Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Wie geht es jetzt weiter? Na, ganz einfach. Ich teile mal durch h. Jetzt bleiben wir mal ganz stur. Durch m. Jetzt bleiben wir mal ganz stur. Das heißt also, da ja in beiden Seiten mal m drin steht, kann ich das auch wegstreichen. Also spare ich mir in diesem Fall die Zeile. Das dürfte den Geübteren unter euch dann schon wirklich klar sein. Also hier steht dann eine 1, wenn ich durch m teile, sodass man nicht nochmal eine Zeile schreiben muss. Für die Anfänger richtig durch m teilen und gucken, was auf beiden Seiten passiert. Jetzt heißt das Ding g mal h ist 1 halb mal v Quadrat. Und wenn ich ja die Geschwindigkeit haben will, dann kann ich das umstellen. Dann kann ich sagen, warte mal, dann nehme ich alles mal 2, dann verschwindet das 1 halb. Dann habe ich 2 mal g mal h ist gleich v qua, ach was, jetzt kommt wieder dieser schnellere Schritt, ist v. Jetzt probieren wir das mal aus. Wenn das funktioniert, dann heißt das, wir können hier auf was Ähnliches hoffen. Müsste ja funktionieren. Und, naja, dann rechnen wir mal. Wenn ich das so einsetze, Wurzel aus 2 mal g mal h, gucken wir nochmal hier oben hin. Na, nu, das sieht doch so ähnlich aus. Aber naja, wir wollen ja stur sein. Immer ganz stur sein. Also, ich mache mal ein größeres Wurzelzeichen, weil ich ein bisschen Platz brauche. 2 mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde mal, und jetzt kommt die Höhe, das waren 100 Meter. Aha, Meter zum Quadrat wird sich ergeben und Quadratsekunde, wenn ich daraus die Wurzel ziehe, wird sich Meter pro Sekunde ergeben, ne? Meter mal Meter ist Quadrat, Meter und Sekunde, Quadrat steht schon unten dran. Wenn ich das eintippe, kriege ich komischerweise raus 44,2945 Meter pro Sekunde. Nanu, das lässt ja hoffen. Da kann man ja vielleicht was mit anstellen. Wenn ich also mit dem Energievergleich arbeiten kann, ne? Hier 44,294, hier hatte ich mal auf eine Stelle verzichtet, aber es ist wirklich genau das gleiche Ergebnis. Wenn ich mir das so angucke, dann könnte ich auch noch ein Gedankenexperiment machen. Und zwar, ich lasse mal das so ein Gegenständchen gar nicht so weit fallen und probiere das wieder aus mit verschiedenen Methoden. Und zwar, ich nehme ein Kügelchen und das lasse ich nur 6 cm tief fallen. Mal sehen, wie schnell das dann wird. Also lumpige 6 cm fällt dieses Kügelchen runter. Mal sehen, was passiert. Mache ich das wieder mit meiner Tippeltappeltour-Methode. Also S ist gleich a halbe t Quadrat. Ich schreibe es mal gleich anders. Gleich die umgestellte Formel. Also S mal 2 durch a ist gleich t Quadrat und ich setze dann ein. Kann jeder selber ausprobieren. Die 6 cm und so weiter sind dann 0,06 Meter. Und dann kann ich sagen, S mal 2 sind 0,12 Meter durch, wieder meine 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Durch ergibt mal, ist gleich T Quadrat. Na wunderbar, T Quadrat schenke ich mir in diesem Fall. Ich sage gleich, das kann ich wurzeln. Dann ergibt das eine Geschwindigkeit nach dem Eintippen von 0,11 Sekunden. Klar, das ist nicht weit. Das ist ein bisschen mehr als eine Zehntelsekunde. Das wird T sein. Gut. Wenn ich das entsprechend wieder einsetze, also in meine andere Formel, dass a mal t gleich v ist, also a mal t, und da setze ich dieses t ein, ist gleich v, dann ermittle ich eine Geschwindigkeit. Ich erspare jetzt mal den Rest
von 1,0849 Meter pro Sekunde. Donnerwetter. 1 Meter pro Sekunde ist schon relativ schnell. Das wird V dann werden. Vielleicht könnte man dieses ganze Experiment ja noch für was anderes verwenden. Und zwar für Folgendes. Ich hatte ja zu Anfang geschrieben Fadenpendel. Ich zeichne das Fadenpendel mal auf, aber ich mache eine Pause. So, ich habe es mal skizziert. Also, ich hänge das